Hi, mein Name ist Nick Schufa und das MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute viel Spaß mit dem Video SOC in Oberwierer. Also, viel Spaß dabei! Ja Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir rollen gerade los, Motorrad ist eingepackt, es geht nach Oberwierer heute und irgendwie sind wir beide ein bisschen kaputt. Wir haben gestern Abend noch mit der Partyband Glücklich, unsere Hochzeitsband, noch einen Abend ein bisschen ausklingen lassen bis 2 Uhr nachts. Aber für ein bisschen rumrollen heute kriegen wir das schon hin. Ein bisschen geschafft, ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich weil wir im Vorfeld einen Urlaub hatten und jetzt mal wieder der Alltag uns gepackt hat. Aber jetzt geht's los, viel Spaß dabei. So Leute, ich konnte das Auto hier irgendwo noch abwerfen. So sieht's aus. Da fahren sie schon. Man sieht schon die leichte, dezente Staubwolke. Und ja, heute, das wird ein bisschen Selbstexperiment. Knappe 2 Monate oder über 2 Monate sogar nicht gefahren. Und die letzten 4-5 Wochen gar keinen Sport gemacht. Also wird heute ganz lustig. Bike ausladen, anmelden, die übliche Prozedur und los geht's. So Leute, Abnahme ist durch. Das Motorrad steht auch schon. Ja, geht's jetzt umzuziehen, so langsam Box fertig zu machen und dann wird losgerollt. Thank you.
Radsport-Freunde, wie ihr eben seht, habe ich unmittelbar nach dem Rennen nichts mehr aufgenommen. Ja. Jetzt 2 Tage nach dem SOC hier im Hotel nehme ich weiter auf. Wieso, weshalb, warum? Weil ich auf gut Deutsch einfach mal im Arsch war. Ja. Ich konnte gar nichts mehr nach dem Rennen. Absolut gar nichts mehr. Ja, die Frau gepackt nach dem Ziel, zum Auto hingerollt, Motorrad abgestellt, hingesetzt, es ging gar nichts mehr. Ja, ich musste mich dann sogar im Transporter erstmal hinlegen, ist null. Ja, null, nada, nix konnte ich mehr. Ja, und das nach der langen Pause halt, wahrscheinlich eindeutig. Ja, die Pause zu lang, ja, Torgau war das letzte Rennen, und wo ich auch das letzte Mal auf dem Bike saß, also über 2 Monate Pause, was das Fahren betrifft, also wie eine Art Winterpause gehabt, mitten im Sommer in dem Fall, und dann noch über 4 Wochen keinen richtigen Sport, sag ich mal, gemacht, also man kann sagen, ich habe gar keinen Sport gemacht, ja, würde ich jetzt da definieren. Und dann eindeutig zu viel Krebs zum Frühstück in den Flitterwochen. Ja, und das ist wahrscheinlich dann die Konsequenz daraus. Man ist einfach keine 20 mehr und steckt es dann nicht mehr so weg. Anscheinend muss man sich dann hier und da doch mal eingestehen. Und was gibt's noch dazu zu sagen? Ja, war einfach nur kaputt, fertig. Komischerweise kein Muskelkater. Ich habe schon Schlimmste für Montag befürchtet, und heute ist Dienstag, weil Montag war nichts so wirklich. Habe ich gedacht, oh, manchmal kommt es ja auch 2 Tage später. Mal sehen, was am Dienstag auf dich zukommt. Aber auch nichts weiter. Trotzdem fühle ich mich bis jetzt immer noch wie durchgekaut und ausgespuckt. Ja? Also so richtig schlaff, schlapp. Ja? Und ich hatte sogar von den Sonntagabend natürlich nur auf dem Sofa gelegen, wie scheintot, in Embryo-Stellung, ein bisschen Fernsehen noch geguckt, ja. Und vielen Dank an meine Frau auch, die mich dann noch nach Hause gefahren hat. Also die hat einen Kräfter sich geschnappt und hat mich nach Hause gefahren. Da musste ich nicht nach Hause fahren. Hat sie übernommen. Danke nochmal dafür. Und ja, was kann ich noch so wiedergeben? Den Montag, da wirklich gequält, ab morgens um 8 auf Arbeit, hatte dann noch den Jackpot, dass ich bis abends um 10 noch auf arbeiten musste. Ja, durchweg den ganzen Tag. Und dann wieder ins Bett, und wie Sonntag zu Montag, auch jetzt die letzte Nacht so kalten Schweiß gehabt, als wäre man krank, ja. Gut, ich habe viel Staub geschluckt, ich habe jetzt immer noch ein Räuspern und muss ab und zu husten, wo ich denke, ist dann noch Staub in der Lunge oder was? Also ganz komisch, tricky, aber ich hoffe, fürs Wochenende bin ich dann wieder fit, wenn es dann zu uns geht, hier SOC in Amtsberg. Ja, aber wenn ich das letzte Woche erlebt habe, hoffe ich, dass ich am Wochenende bestehe, ja. Ich habe mich wirklich die letzten 4 Runden in Oberwiera so gequält, ja. Also, das war ein Rennen, wo ich sage, seit langem, oder ich kann mich an gar kein anderes Rennen erinnern, wo ich dem Aufgeben so nahe war, muss ich ehrlich sagen. Ich habe echt nach 2 Stunden gedacht, oh, es sind immer noch über 4 Runden. Fährst jetzt raus oder ziehst durch? Ich habe mich dann Gott sei Dank, einfach für den Kopf auch sehr wichtig, dafür entschieden, es durchzuziehen. Ja. Und wie man die Ergebnisse sieht, hat sich die 4 Runden auch gelohnt. Ich bin wenigstens Vorletzter geworden und nicht Letzter bei den Rennen. Ja, aber es war trotzdem unterirdisch. Ich wurde von den Top-Leuten zweimal überrundet, vom Mittelfeld einmal überrundet. Ich war die letzten 4 Runden über 1 Minute langsamer wie sonst meine Runden. Ja, das eigentlich sogar über 2 Minuten, wenn man die Top-Zeiten hernimmt. Also echt unterirdisch. Ich war einfach fix und alle. Aber das sieht man auch mal und kann sich bewusst machen, wie so eine Pause auch reinhaut. Ja.
Und wo ich mir jetzt erst wieder mal einkaufen für heute Abend, ein bisschen was zu essen holen und so. Und habe mir dann auch so gedacht, oh, ey, wenn ich das sonst vergleiche mit dem, wo ich wirklich trainiert habe, also wo ich wirklich fünfmal in der Woche Sport mache und dann natürlich, wenn es passt, noch zum Motorrad trainieren komme, wie fit man dann eigentlich ist. Und jetzt nach so einer zweimonatigen Pause allein, ja, wie, wenn es das Wort überhaupt gibt, unfit man dann ist. Und mir so überlegt habe, wahrscheinlich der normale Durchschnittstyp lebt die ganze Zeit so, ey, ich fühle mich wie durchgekaut und ausgespuckt, ja. Also, nee, da mache ich lieber Sport. Natürlich wird es jetzt auch immer alles ein bisschen weniger. Die Prioritäten im Leben verschieben sich ein wenig. Aber nee, ich bin froh, dass ich da halbwegs fit bin oder wieder auf dem Weg dahin. Ja, habe schon eine Woche wieder fleißig Sport gemacht, heute auch wieder Sport gemacht. Gestern ging es einfach nicht. Ja, A, so viel Arbeit und B, nee, muss ja auch nicht mehr sein. Ja. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich noch wieder auf volle Höhe komme bis zum Wochenende und dass wir uns dann in SOC in Amtsberg sehen. Beziehungsweise, wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon gelutscht, das Rennen. Also wisst ihr vielleicht schon mehr wie ich. In diesem Sinne freut es mich trotzdem, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet und kommentiert natürlich fleißig, ob es euch schon mal ähnlich ging, ja. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei, euer Nick.